Setzt du? Oh, das war einer. Oder eher gesagt zwei. Ich brauche mal Munition. Dankeschön. Links, gesichert, die Treppe runter. Boah, meine Güte, wie viele Gegner hier kommen. Das hasse ich ja an so einem Spiel. Eine Million von Gegner kommen, erstmal durch alle sich durchballern muss. Gerade hinter diesen Felsblocken. Also man stirbt doch unwahrscheinlich schnell, muss ich sagen. Kann ich den aufhalten mit einer Granate? Aber die braucht so lange, bis er explodiert. Yeah. Fail. Das war kein sicherer Schritt. Das auch nicht. Okay. Ja. Das ist doof. Wie mache ich den jetzt kaputt? Denk mal nicht, dass ich den Fisch verlenke. Einfach schaltet man einen MG-Schützen aus, den man erstmal zehnmal stirbt, bevor man seine Flanke findet. Oh. Ich muss sagen, die sind doch schon unheimlich schlecht zu sehen manchmal. Dass man sich nicht um die Ecke lehnen kann. Oder ich habe es einfach nur nicht eingestellt, das kann auch sein. Dass wenn ich durch die Wand schießen kann, regt mich auch ein bisschen auf. Lauf. Was schießen die denn? Tango, rechts, 50 Meter. Tango, rechts, 50 Meter, ja, wo? Da oben drin oder was? Da ist noch einer. Hinter mir. Auch geil.
So, ja, was muss ich jetzt machen? Geh zu den Marines. Dann gehen wir mal zu den Marines. Nachdem ich Munition bekommen habe. Ja, hallo. Treppe! Bewegung! Muss ich jetzt da... Also dieses Spiel erklärt einem echt Bullshit, ganz ehrlich. Das sagt nicht, geh dahin, sondern mach was. Wenn ich's mach, dann... ja. Hätte ich das machen sollen, was ich die ganze Zeit mache. Wir stecken am Strand fest. Auf den Dächern sitzen haufenweise Typen. Truck auf 12! So, dann probiere ich jetzt mal dieses Tomahawk-Döns aus. Was ist das? Brecheisen. Okay, Tomahawk. Sehr schön. Toll, hätte er schon 10-mal schneller die Tür eingetreten. Sonst noch was? Nee, alle tot. Brecheisen freigeschaltet. Okay. Da gehen wir mal weiter. Also muss ich sagen, da war Battlefield einiges, um einiges besser. Also was die Inszenierung angeht. Hat mir besser gefallen. Hier, das ist alles irgendwie so... matschig. Wow, die sind ja überall. Stopp, holen wir sie uns. Ist nicht, dass wir hier sind. Aber das bleibt nicht lange so. Arbeit effektiv. Schnell. Sniper. Wo habe ich die denn her? Dann... in der Nähe des Sendeturms. Okay, zum Zoomen. Er ist tot. Etwas höher und das wäre ein Kopfschuss gewesen, Stan. Hä? Okay, neben dem Schiff. 12 Uhr, gleich links davon. Noch ein Ziel, selber Sektor. Kopfschuss. So. Ziel erledigt. Gute Arbeit. Sie kommen alle raus. Unter dem Turm. Zwei Ziele. Sie hat uns gesehen. Verdammt. Komm schon, Stump, lass ihn nicht entwischen. Verdammt. Deckung. Töte ihn. Stump, schalt ein paar von diesen Wichsern mit den AKs aus. Alles klar, wie du befiehlst. Wasser 1-6, RPGs eliminiert. Die Luft ist rein. Oh, da ist noch einer. Ein paar Pisser mit AKs. Roger, Ziel bestätigt. Waffen entsichert. Oder so. RPG, rückt den Stopp. Bitte, Oberdeck. Scheiße, Schuss. Alter. Stopp, erledige den mit dem RPG. So, was los? Hab ich doch. Oder ist noch einer? Du musst Wasser helfen. Alter. Die erklären mir nichts, muss ich jetzt höher schießen, um den zu killen oder nicht. First habe ich neben mir jemanden sitzen, der mir sagt, was ich zu tun habe. Ein Speer sollte mir doch eigentlich sagen können, was ich tun muss. Und hier ziele ich ja auch auf den Kopf. Noch ein Ziel, selber Sektor. Okay, neben dem Shit. 12 Uhr, gleich links davon.
Ziel erlegt. Gute Arbeit. Wir kommen alle raus. Unter dem Turm. Zwei Ziele. Au. Scheiße, er hat uns gesehen. Komm schon, Stamm, lass ihn nicht erwischen. Hätte ich den doch mal sprayen können. Schalt einfach von diesem Wichser mit den AKs aus. Er ist tot. Etwas höher und es wäre ein Kopfschuss gewesen. Passor 1-6, RPGs eliminiert. Okay. Das muss ich tatsächlich höher schießen. Roger, Ziel bestätigt. Waffen entsichert. Frage ich mich nur, warum er mir nicht sagt, dass ich Zeroing machen muss. Kurzstand, Mitte, Oberdeck. Hab ich ja schon, hab ich ja schon. Müsli 6, Voodoo, Luftunterstützung kommt, haltet die Augen auf. Wow. Da rumpst es ganz gewaltig. Die Erklärung von dem Spiel ist echt mal mies. Also hätten sie im Tutorial besser machen können. Wann und wo? Mein Zug kommt um 2.20 Uhr an. In Madrid? Ja, Madrid. Sie wird sich bestimmt freuen, dich zu sehen. Sie ist im Wagen. Sie schläft. Sie vergöttert dich. Und daran wird sich auch nie was ändern. Aber erwarte nicht zu viel von mir. Ich hab's verstanden. Ich nehme mir ein eigenes Zimmer im Hotel. Aber ich will Zeit mit Bella verbringen. Und wir beide können reden. Nur reden. Wir haben das alles schon 100 Mal durchgekaut. Nicht. Tu's nicht, noch nicht. Es ist was passiert. Alles hat sich geändert. Tom, was hat sich geändert? Wer du bist, was du tust, was du tun musst? Es wird sich nie irgendwas ändern. Alles hat sich geändert. Wir drehen uns im Kreis. Komm, auf mich zu. Beweise es mir. Morgen. Wenn ich dich sehe. Wer hat's dir gesagt? Mann, du verlässt die Navy und dich erfasst von jemand anderem? Das ist alles Politik, Mann. 22 Jahre Dienst und dann werden wir abgeschossen, weil wir das Richtige tun. Das war's also. Du bist raus. Kalt gestellt, nicht raus. Ich hab Optionen. Wie geht's, Preacher? Nicht gut. Hat seine ehrenhafte Entlassung hingenommen und ist nach Madrid gefahren. Sagt, er muss seine Ehe retten. Na bravo. Madrid. Sind Lena und Bella nicht zu Hause? Na, sie sind bei ihren Eltern. Ja, so viel zum Thema. Was war das? Bist du am nächsten Inflationspunkt? Ja, ich bin hier. Ich hab Breacher im Blick. Seid ihr noch da? Ich bin bei dir. Ihr seid, das ist nicht ganz offiziell. Das hat sich gerade eben irgendwie das Bild geändert. Dusty, hast du ihn auf dem Schirm? Ich hab ihn im Blick. Okay, er fährt Richtung Schiff. Mal sehen, wohin er mit der Ware will. Was zum Teufel, was ist passiert? Verdammt! Er ist tot! Er ist tot! Wer hat da geschossen? Halt ab! Ich hab was. Bei Lager aus. Abi, Preacher zum Ausgang. Der Truck, schalt ihn aus! Schnapp dir alle Dokumente. Verlier ihn nicht. Los, mach schon. Ja. Die Grafik hat sich komplett geändert und ich sehe nur noch die Hälfte des Bildschirms. Okay, dann höre ich mal kurz auf mit dem Aufnehmen und schau mir mal an, was da schiefgelaufen ist. Bis gleich.